Da stehen wir also, vorm wahrscheinlich letzten Boss des Spiels. Oh mein Gott, bin ich aufgeregt. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir den nicht hinkriegen, aber egal. Ich gucke mal ganz kurz hier, ob ich alles geheilt habe. Ja, ist alles super. Wenigstens Team. Ich glaube, ich lasse das Team. So, die beiden würde ich auf jeden Fall drin lassen, wegen Heilen. Espel bleibt auch, weil ich mit ihm immer spiele. Und Richards. Ja, ist ganz cool, denke ich mal. Ich könnte noch Hubert aufnehmen anstelle von Richard, weil Hubert ja auch heilen kann, aber... Nee, komm. Wir lassen es jetzt so und gehen jetzt mal nachher hinten, ne? Okay, da kann ich gar nicht weiterlaufen, sondern hier ist einfach so ein Fragezeichen-Dingens. Gut, wo ich X drücken muss. Dann kommt jetzt bestimmt eine Cutscene. Und ich bin auch gespannt, wer überhaupt der Final Boss ist. Das wissen wir noch gar nicht. Das ist auch mal ziemlich cool, weil ist halt voll die Überraschung. Kommt jetzt echt nochmal die kleine Königin oder fusioniert die irgendwie mit dem Kern oder was weiß ich. Gucken wir uns an, let's go. Ja, ich bin bereit. Ich habe auch gespeichert alles. Let's go. So this is Phaedra's core. It's so much bigger than Iphinius. Look, they're all here. Child of Phaedra, come to me. Take my hand and we will live in peace. Together. I will. All of us will become one with you. But I am not you. I am Sophie Launt. Sophie? Asbel gave me the name. And I will treasure it. Forever. You aid humans, child of Phaedra? Very well then. The choice is made. Very well then. The choice is made. You humans, commit crimes against life itself. Now pay with death. The planets work tirelessly to keep all of the life upon them in balance. It's their natural order of protection. What's she doing? I can hear her. It's like she's speaking. Inside my... mind! Humans are not content with harmony. Instead, you treat the world like a child's toy and abuse it as you see fit. My head is splitting apart. We're gonna be okay. No, we're not, Al! You have committed countless sins. And your lives are the coin by which sins are repaid. Lambda? Even I cannot hold her off for very long. Don't worry. Just leave the rest to us, okay? I'm sure that we can reach an understanding with Phaedra. We'll show her the power of a dream. If we can trust Lambda, then we can convince Phaedra to trust us. Also, ist es jetzt, ja, Phaedra-Königin. Holy shit, let's go, final boss time. Ja, fängt gut an. Ah, mein, boah. Okay, sie kämpft in so einer komischen Blume drinne, was auch immer das zu bedeuten hat. Die Musik klingt schon mal ziemlich cool. Ich komme irgendwie nicht richtig an sie ran.
Wir machen kaum Schaden. Und das ist relativ anstrengend. Diese blöde Blume müsste mal weg. Weil ich dadurch halt kaum treffe. Toll, jetzt sind wir in der Elfenhände des Gegners. Super. Damit können wir das Mystic Art gerade irgendwie nicht machen. Jetzt mach doch mal... Mann, weil ich sie kaum getroffen habe. Das kotzt einfach nur an, erstmal ohne Mist. Das, man trifft sie einfach nicht wirklich. Wegen dieser Blume. Hier, seht ihr das? Was soll das denn? Oder mache ich irgendwas falsch? Warte mal. Ja, ich mache die ganze Zeit A-Arts. Okay, ich probier's mal die E-Arts aus. Weil sie ist anfällig gegen E-Arts, oder? Steht gerade immer da, weil sie irgendwelche Effekte drauf hat. Ja, aber mit diesen E-Arts treffe ich sie auch besser. Jetzt steht sie noch nicht da. Aua, oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Traumgummi auf mich selbst. So. Aua. Ja, ich steht da anfällig für E-Arts, okay. Dann machen wir weiter E-Arts, würde ich sagen. Und gehen von der weg, weil sie 100% Mystic Art kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Charia, ich würde mich auch direkt vor sie stellen und irgendeinen Zauber casten. Was ist denn los mit dir? Falsch. So. Dann greifen wir mal an, würde ich sagen. So. Das war jetzt nicht wirklich viel. Ich verdrück mich die ganze Zeit. Ich mach den falschen Arzt die ganze Zeit, Idiot. Wie viel Schaden hat sie eigentlich schon genommen? Okay, schon ein bisschen was. Ah, jetzt kann man doch in ihrem Pfeil sehen, weil jetzt die Ecken ein bisschen Schaden genommen haben. Au. Tempo-Modus. Und let's go. So, vielleicht ein bisschen zu früh, aber egal. Hauptsache, wir machen jetzt mal Mystic Arts. Mann, ey. Let's go. So. Dadurch haben wir jetzt auch schön viel Schaden gemacht. Aua, und sie stand mich. Nein! Oh Gott, ich bin, gedings gefroren. Heilmitteltrank auf Espe. So. Und wir haben auch gleich ein Elf, Wende-Dingens. Elf, wie auch immer das heißt. Dann können wir schön, richtig episch. Aua. Noch mehr Mystic Arts machen. Oh Mann, ey. Was ist das jetzt hier? Das ging von mir aus, oder? Oh Gott, Hilfe! Chill mal, liebe Folterkönigin. Aber sie hat auch gleich ihre Elf-Wände. Wie ist das denn jetzt passiert? Und jetzt sind wir wieder eingefroren. Super. Heilmitteltrank auf Espel. Espel. Er bekommt die Elefante zuerst. Okay, wir. Sie meine ich. 12 Sekunden! Sie muss nur noch Mystic Art machen. Ich gehe schön von ihr weg. Ich halte mich ganz weit weg von ihr. Okay. Aua. Jetzt hör doch mal auf, mich einzufrieren die ganze Zeit. Ist voll gemein. Okay, jetzt sind wir dran. Und machen ordentlich Action, würde ich sagen. So. Dann versuchen wir am besten noch eins zu machen. Oh, ihre Blume ist weg! Oh mein Gott! Yes! Er hat noch eins hingekriegt. Sehr gut, Richard. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh Gott! Oh Gott! Oh, shit. Aua. Ich mach direkt mal Mystic Art. Ich will möglichst viel Schaden in Mystic Art machen. Und deswegen habe ich das jetzt direkt gemacht. So. Ja, sie ist eigentlich... Ja, jetzt hat sie nämlich A-Art als anfällig, weil jetzt die Blume weg ist. Guck mal einer an. Ah, das ist auch interessant. Moment, Traubengummi. Nein, ich hab Charia! Ich hab mich verdrückt. Ich Idiot. Ich wollte eigentlich auf Richard machen, logischerweise.
Habt ihr bestimmt nicht gemerkt. Ich hab mich auch mal wieder verdrückt, ich Idiot. So. Oh Gott, Hilfe. Geh weg von ihr. Das endet sonst nicht gut. Aua. So. Das gefällt mir schon wieder nicht. Soll gleich eine Mystic Art kommen, wenn wir sie nicht abwehren. Aua. Oh Gott, das hätte jetzt böse ausgehen können. Das hätte jetzt sehr böse ausgehen können. Ich muss sie voll angreifen, ey. Richtig gut einfach. Oh Mann, ey. Oh Mann. Und Richard verkackt sein Mystic Art. Sehr gut. Okay, er hat es gekriegt. Okay, alles gut. Von wegen, er verkackt es. Er hat es zum Glück noch hingekriegt. Aua. Aua. Aber bisher ist der Kampf vollkommen okay. Ich bin gespannt, ob es noch irgendeine zweite Phase oder sowas in der Art hat. Ich hoffe halt insgeheim nicht, aber ich würde es auch noch annehmen, sag ich mal. Oh Mann, ey. So. Ah, fuck. Geh weg von ihr. Okay, ich wurde geheilt. Sehr gut. 190 hat sie noch. Also 190.000 meine ich. Wenn sie auch 190 Punkte wären, wäre es ein bisschen krass. Hör auf, Sophie anzugreifen. Das sehe ich nicht ein. Liebe Bodra. Oh Gott, für Königin. Ihre Blume ist wieder da. Was war das denn gerade für ein Art? Jetzt ist sie wieder auf E-Art anfällig, oder? Nein! Okay, ich muss mich unbedingt wieder beleben. Ansonsten geht das hier alles schief. Das war doch... Genau, auch K.O. Mach mal. Damit kann er... Ist auch so... Ah, ne, Quatsch! Achso, ich dachte, das ging auf die ganze Gruppe, ich Idiot. Dann wäre jetzt nicht noch Sophie wiederbelebt, aber... Geht's ja gar nicht. Oh, toll! Sind wir alle tot, ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck, ey. Dieses Spiel. Kannst du jetzt mal aufhören, so auszurasten? Mann, was ist das denn hier? Jetzt lässt sich halt nicht mehr angreifen. Jetzt geht halt nur noch ab, jetzt lässt sich kaum mehr angreifen. Oh mein Gott. Dieses Spiel. Dieses Spiel manchmal. Oh mein Gott. Ja, weg von hier. Ah, nein, 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 nein. Okay, zum Glück. Gah, fucky. Alter, das ist dieser Kampf intensiv. Nein! Geh! Ach du Scheiße. Nein! Ja, okay, ich krieg mein Mütze eigentlich mal hin. Ja, toll. Weiß ich nicht, wenn man den irgendwie abgeblockt hat. Ist auch geil. Mann. Oh Gott. Jetzt nervt sie mit ihren Angriffen. Jetzt ist sie in ihrer Phase, wo sie scheinbar ernst macht. Davor war noch so ein bisschen Spaßphase für sie wahrscheinlich.
Und jetzt macht sie, glaube ich, ernst. Mann! Oh, ich gehe auch voll rein, ich Idiot. Hör auf, irgendwas zu casten, Richard, und belebt mich lieber wieder. Jetzt nimm nochmal ordentlich Schaden hier. Oh Gott, geh weg. Mann, er ist nicht mehr weggesprungen. Okay. Es ist Richard tot, super. Okay, es ist noch jemand tot. Das können wir nicht so stehen lassen. Hey, jetzt sterben alle permanent weg. Das ist einfach nur ein bisschen übertrieben gerade, was hier passiert, ehrlich gesagt. Man kann sie halt auch nicht mehr angreifen, weil permanent irgendwas hier am Abgehen ist. Das geht nicht mehr. Permanent ist hier irgendwas los. Es ist ernsthaft nicht witzig. Nein! So ein böser Kampf, ey. Bekomme jetzt mal wieder meinen Tempomodus irgendwie, dass ich gleich mal irgendwie so Mystic Art machen kann. Das wäre halt voll geil, okay. So. Jetzt mach einfach. Ist mir egal. Hauptsache, ich kann einen Mystic Art machen und damit mal ein bisschen Schaden hier machen. So. Dann wäre es mal geil, wenn ihre Blüte langsam wieder kaputt geht, dass ich mal wieder ordentlich angreifen kann hier. Weg, 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 weg. Ja, sehr gut. So, wie wäre es mal, wenn deine geile Blüte mal weggeht? Das wäre voll episch, liebe aua. Liebe Photokönigin. Ich kann nichts machen gerade. Ich treffe sie nicht. Ich kann kein Mann! Tempo-Modus Mystic Art machen. Das will nicht funktionieren. Ah, ich bin auch dumm, ich hätte sie. Oh, ich greife sie ja auch mit A-Art an bei Sophie. Ich Idiot! Da habe ich wieder nicht nachgedacht, sorry. Aber sie ist in dem Modus. Das heißt, jetzt mit der Art anfällig. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Verbrennung muss weg. Verbrennung muss weg. Allheilmitteltrank auf Aspel. Ja, toll! Richtig episch. Das macht Spaß. Alter! Mann! Ich meine, Elixier ist mir egal. Nicht auf dich selbst! Das war dumm, es tut mir leid. Okay, weg von ihr. Was weiß ich gerade für Sophie? Warum trifft sie uns alle? Alter. Oh mein Gott. Ah, ich kann gar nichts machen. Ich wollte gerade fragen, hey, warum macht er nichts? Aber ging gerade nicht. Stimmt. Mann, ey, dieses Spiel. Ich kann gerade nur gewinnen, weil ich exzessiv Items einsetze. Ja, ist halt okay. Noch 87.000. Alter. Chill.
Mann, ey. Ja, ich kann nicht mal weg. So, mein letzter Trank des Lebens, super. Mann, ist ja... Okay. Nein! Mach halt auch hauptsächlich irgendein Mystic Art. Mach einfach. Toll. Ja, ich benutze meine ganzen Elixiere in diesem Kampf hier auch noch. Kannst du jetzt mal chillen, liebe Königin? Ich hab ja halt sie erstmal. Ey, wenn das gehen würde, das wäre so unfair einfach. Mann, ey. Och man, hör doch mal auf, meine ganzen Leute umzubringen. Das ist doch einfach nur unfair, wie overpowered die teilweise ist. Alter. Ich kann nichts machen. Ich kann halt nichts machen gegen die. Es geht einfach nicht. Es geht halt einfach nicht. Du kannst nichts gegen die machen. Teilweise. Chill doch mal, du blöde, hässliche Kack. Alter. Humanity must end. Du musst enden. Meine Fresse. Du musst mal in einer Sitzung beim Psychiater enden. Ey, Gott, verdammt nochmal. Och Mann, ey. Ja, okay, ich bin tot. Ich bin tot. Letzte Chance. Hör auf, Chariot anzugreifen. Mann, ja, okay, jetzt bin ich tot. Der Kampf ist übertrieben, ohne Scheiß. Der Kampf ist... Der fängt einfach an, aber wird danach einfach übertrieben. Ah, ist halt wirklich, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, es ist halt ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Die machen einfach irgendwann einfach nur viel zu viele Arts und alles. Also es ist genau wie Poisson. Der Kampf fängt einfach an und dann wirft sie irgendwann nur noch ihre dämlichen Hämmer und ab dann wird der Kampf halt einfach nur noch luck-based und ja, dann hast du eigentlich verloren prinzipiell. Wenn du halt nicht aufpasst, dass sich so ein dämlicher Hammer trifft. Und genauso ist es hier prinzipiell auch. Wenn du halt hier nicht ausweichen kannst wie ein Gott, dann... Hast du eigentlich verloren? Das ist wirklich so. Das ist einfach nur ein bisschen übertrieben, ohne Scheiß. Aber okay. Halbwegs. Ist halt so. Und jetzt weg von ihr.
Vor allem ihr Mystic Art ist so übertrieben, weil sie einfach alle trifft, obwohl die halt nicht mal annähernd in der Nähe sind, sag ich mal. Ja, das nächste Mal, wenn ich dann, wenn sie wieder so ausrastet, setze ich dann sofort einen Allesteiler ein. Weil, ja, macht mir sonst keinen Sinn, wenn ich da ewig rumtanze und sie, mich, aber, oh, bin ich dumm, mich sofort umbringt. Okay. Dankeschön, Sophie. Jetzt kannst du dich mal selbst, davon heilen. Oh, bin ich dumm. Hör auf, meine Mädchen anzugreifen. Das finde ich echt nicht geil von dir, weißt du das? So. Ach, Charia ist tot, cool. Aua. Oh Mann, ey. Kann das ihre scheiß Blumen kaputt gehen wieder mal? Das wäre voll super, ehrlich gesagt. Weil die halt einfach nur nervt. Aua. Aber wann gehen ihre Blumen kaputt? Das weiß ich gar nicht, wie das ist. Hör auf, Sophie umzubringen. Aua. Mich bitte aber auch nicht. So, das wäre auch geil, weißt du das? Au. Okay, sie ist jetzt, ja. In ihrer ohne Blume Phase. Und weg, 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 weg. Bitte, das wäre voll geil, wenn du weggehen würdest von ihr. Weil sie ansonsten ja Mystic Art macht. Au. Nein, ich Idiot! Warum bin ich manchmal eigentlich so dumm? Warum bin ich manchmal eigentlich so dumm und verschwende so komplett meinen Mystic-Modus vor allem? Tempomodus. Warum? Es ist einfach komplett lost gewesen von mir, was ich da gemacht habe. Aua, aua, aua. Ach Mann, ey. Ich hätte den Kampf schon gewinnen können, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre. Kannst du mal sterben irgendwann, bitte? Sowas wäre voll geil. Weil ich keinen Bock mehr auf dich. So. Mach mal, Sophie. Watch me run with the wind! Ich finde halt Sophies Mystic Art weder optisch mega hübsch. Wow, jetzt hat sie ja Mystic Dings schon benutzt. Also weder optisch mega hübsch, noch so vom Schadensoutput her. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, was soll's. Okay. Mach einfach. Hä? Komm mal, das erste! Okay, jetzt. Was auch immer. Mach einfach irgendein Mystic Art. Und weg von ihr. Ey, der Schaden, den wir ihr gerade zufügen. Sie ist einfach komplett geblockt, irgendwie gerade. Ist auch geil. Sie war so komplett geblockt und bekommt einfach 45.000 Schaden ab. Und konnte ihre Zeit gar nicht ausnutzen, ihren Dings. Ihr wisst schon. Oh Mann, ey. So, wenn jetzt diese Phase... Ja, danke schön. Ich bin tot. Ich bin tot.
Ah, cool. Das ist unfair gewesen. Also, das ist unfair gewesen. Ich konnte nichts mehr machen, ich war eingefroren. Das ist einfach nur unfair. Ey. Ich versuche mal mit Hubert im Team, ob das eventuell besser klappt. Keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Mal gucken. Es ist aber einfach nur dumm gerade gewesen. Ich konnte nichts mehr machen. Jetzt müsste ich alles einfach nur überpowert, ohne Scheiß. Überpowered vor allem. Jetzt reden wir ja Denglisch. Ach man, ey. Wir hätten schon lange gewinnen können. Hätten wir schon die Credits angucken können. Letzten Cutscenes im Spiel. Ach man, ey. Und weg von ihr. Ich weiß gar nicht, ob sie in der Phase der Mystic Art überhaupt machen kann. Wobei, hat sie ja gerade eben auch gemacht. Stimmt. Okay. Da haben wir schon mal Sherrias Mystic Art. Schön. Und Sophie war auch gerade im Tempomodus eigentlich. Warum jetzt nicht mehr? Oder habe ich das falsch gesehen? Wahrscheinlich. Ach man, ey. Oh, Nurse macht sie. Cool. Jetzt wär's nötiger gewesen, Sharia. Mann, ey. Juba, du triffst sie mit A-Arzt nicht. Nur mal so, fürs Verständnis. Das kannst du vergessen, sie mit A-Arzt zu treffen in der Blumenphase, wie auch immer. Es ist keine Rose. So. Kannst du Juba bitte nicht umbringen, weil der ist kurz vor seinem Mystic Art und das würde ich ganz gern ausführen. Ehrlich gesagt. Okay, gut. Mitten in ihrer Elefwende. Ist auch okay. So. Er hat seinen Modus aktiviert, warum? Hubert, machst du vielleicht mal einen... Okay, oder auch nicht. Dann mach halt nicht am Mystik. Aber das ist mir auch recht, Hubert. Mancher verstehe ich diesen Jungen nicht. Warum aktiviert er seinen Tempomodus, wenn er das Mystic Art nicht macht? Ach man, Hubert, was ist los mit dir? Aua, okay, jetzt ist er wieder in dem Modus. Nein, das finde ich nicht so cool, dass du gerade voll Sophie angreifst. Ich kann ja weg. Geht weg! Ah! Ach man, ey. So. Da bin ich wieder. Und da bin ich auch fast wieder weg, weil ich dumm bin. Okay, das kann ich nicht zulassen, dass Sharia tot ist. Aua, ich bin doof. Das war jetzt ein Mix aus doof und tot. Ich bin doof, alles klar. Ja, Sophie hat auch gerade ihren Tempomodus voll verschwendet. Ist auch gut, Sophie, meinetwegen. Mach halt. Mann, ey. Warum verschwendet ihr alle euren Tempomodus so? Was ist los mit euch? Ich glaube, die CPU ist halt nicht darauf ausgelegt, im Tempomodus hauptsächlich ihr Mystic Art zu machen. Aber ich bin halt schon drauf ausgelegt. Wenn ich den Tempomodus anmache, dann möchte ich halt schon hauptsächlich eine Mystic Art machen. Das ist einfach so die Sache. Das ist für mich persönlich der Sinn von Tempomodus, ehrlich gesagt. Ach man, ey. Aua. Geil, ich kann nicht mehr weg hier von hier. So, aber wir machen weiterhin ganz guten Schaden.
Und weg von ihr. Ich habe keinen Bock, von ihrer Mystic Art eventuell getroffen zu werden. Okay, jetzt ist es zum Glück vorbei. So. Ich sollte ja mehr ausnutzen eigentlich. Das wäre klüger, aber ist mir egal. Ich möchte hauptsächlich mit dem Mystic Art Schaden machen. Und da das gut reinhaut. Aua. Ja. Ist es halt so ziemlich mein Hauptziel vom Tempo-Modus, diese Mystic Art zu schaffen. So. Hey, geh doch weg! Er springt nicht zurück, warum? Ich verstehe manchmal dieses Spiel nicht. Ah, jetzt ist wieder auf der Blume. Was ist jetzt schon wieder los? Was ist jetzt schon wieder los? So, wisst ihr was? Ich mache jetzt schon das, alles Tyler. Weil ich keinen Bock habe, dass sie jetzt hier schon mega ausrastet. Das mache ich zwar auch weniger Schaden, aber ist mir egal. Dafür rastet sie auch weniger aus und das ist mir ein bisschen wichtiger, ehrlich gesagt. Okay. Okay, es hat wieder relativ gute Lebenspunkte. Und jetzt machen wir mal hier mit ein bisschen Action. So. Okay, das war jetzt viel weniger Schaden, als ich gehofft habe. Okay. Mach. Mach halt auch gerade kaum Schaden. Ah, ich habe auch den... Ja, ich wundere mich, warum es kaum Schaden macht, aber ich habe ja auch den Allesteiler benutzt, ich Idiot. Einfrieren, das ist nicht so geil. Ah, stimmt, ich muss ja A-Arzt machen. Quatsch, E-Arzt. So, das war viel zu früh, ich weiß. Ist mir egal. Ich will hauptsächlich Schaden mit dem Mystic Arts machen. So. Als Dummes ist halt bloß, dass ich dadurch, dass ich den Allerteil benutzt habe, mache ich halt auch selbst viel weniger Schaden. Ich weiß. Aber ich habe mehr Chancen, gegen sie zu gewinnen, weil sie mir halt auch weniger Schaden macht. Jetzt wird gleich der Mystic Arts kommen. Deswegen bereite ich mich mal drauf vor. Ah, unsere Elefante kommen vor ihrer. Das ist natürlich auch sehr schön. Mach einfach Hauptsache, dass du den Mystic Arts schaffst, weil ich glaube, wir wären jetzt nicht mal eine Stufe höher gekommen. Das hätten wir nicht mehr geschafft, glaube ich. So, jetzt ist ihre Dings dran. Ja, ich komme nicht mal weg, ist auch gut. Ich halte mich jetzt von ihr fern, weil ich habe keinen Bock. Ich habe halt keine Ahnung, wie das ist, ob ihr Mystic Arts so immer alle trifft oder ob das halt davon abhängt, wo man steht. Dass man eventuell aber bestimmt in Entfernung gar nicht mehr davon getroffen werden kann. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Aua, aua. Mann. Okay, jetzt ist wieder ordentlich Schaden genommen. Oh Gott, Juba, sterben bitte! Aua! Da begebe ich mich sogar in Gefahr, dass mein Bruder nicht stirbt. Ist das nicht süß? Aua. Aua, ich bin tot. Oder auch nicht. Aua. Weg von ihr, weg von ihr. Okay, wir sind jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden im Tempo-Modus. Dadurch, dass wir halt so ein bisschen diese Combo hatten. So. Wann macht sie ihre dämliche Blume wieder weg? Aua. Och man, Espel. Thanks! Das war voll hoch irgendwie.
historisch ist es sonst nicht, aber egal. Oh Gott, hör auf, Human anzugreifen, bitte, liebe Fotokönigin. Wobei, so lieb bist du gar nicht. So lieb bist du gar nicht. Wie man diesen Kampf hier merken kann. Okay, Charia. Nicht sterben, böse. Aua. Mann. Okay, danke schön dafür, U-Bot. Alter, bin ich schlecht. Warum springst du nicht zurück? Er springt immer noch zur Seite. Warum? Nein! Okay, ich krieg das auch nicht mehr hin. Nee, toll. Weil ich getroffen wurde. Und schön. Oh, Charia nach Mystic Art. Oder auch nicht, weil sie lieber erstmal was castet. Wobei, das würde jetzt halt noch kommen. Wenn das Casting. Okay, jetzt nicht mehr. Wenn das fertig gecastet wurde, würde ich sagen. Aber jetzt nicht mehr. Weil es unterbrochen wurde. Okay. Okay. Ist mir egal, wie gesagt, ich möchte Mystic Arts machen. Dafür ist der Temmuzrat für mich da. Und vor allem, weil ich dann mal konsequent Schaden machen kann. Und nicht nur halt manchmal eventuell treffe. So. Mann, warum springst du denn nicht weg? Ja, klar! Okay, alle leben wieder. Das ist das Wichtigste. Alle leben wieder. Kann es eigentlich endlich mal ihre Scheißblume weggehen? Mann! Jetzt nervt sie halt permanent mit der Scheiße rum. Mit ihren komischen Sachen, die sie da abstößt. Ja, super. So. Mach einfach. Hauptsache, wir kriegen Mystic Arts hin. Wie viel hat's denn noch? 100.000. Wann geht denn diese scheiß Blume weg? Oh Mann. Hör auf, alles abzublocken, du blöde Kuh. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Ich bin tot. Super. Richtig fair. Langsam nervt es echt. Ja, ich konnte nicht mehr weg. Ich konnte nicht mehr weg. Das ist einfach nur unfair. Ich konnte nicht mehr weg.
disgrace myself again. No escape. Jetzt geh endlich von deiner Blume. Auch wenn du Blumen magst, das ist kein Grund für dich, permanent auf einer zu schweben. So, jetzt bekommst du ordentlich Schaden hier. So, jetzt bist du endlich in der richtigen Phase. Oh ja. Oh, jetzt hast du noch hingekriegt. Zum Glück. Zum Glück. Dankeschön, Sophie. Aua. Ja, ich komme nicht mal weg, weil ich noch in der Item-Dings war. Ach man, ey. Was soll das denn? Oh, jetzt bin ich geblockt. Das war der Trank, okay. Ist richtig. Jetzt bin ich eh tot. Das kam eine Sekunde zu spät. Ich habe ja die Wiederbelebung. Es kam ganz ein bisschen zu spät. Oh, jetzt brenne ich. Mach ein Elixier bitte auf mich. Weg, weg, weg. Weg. Mann, was soll das denn? Ja, sie trifft immer alle damit. Das geht gar nicht anders. Scheinbar. Warum? Ich hab's doch gerade gestunt. Warum konnte sie plötzlich wieder angreifen? Ja, lass mich doch mal ausweichen. Ja, es geht halt einfach nicht mehr. Sie kann einfach mega unfair angreifen. Sorry, aber es ist halt so. Können wir jetzt mal bitte den Elf-Modus bekommen, dass wir angreifen können? Hauptsache, wir kriegen ein Dings hin. Hauptsache, wir kriegen ein Mystic-Attack, den wir mal ordentlich Schaden machen. Geh doch weg! Oh. Mach diese scheiß Unbeweglichkeit weg. Oh, jetzt brenne ich. Warum brenne ich denn jetzt random? Ja, ist auch geil. Ich kann mich voll wehren gegen sie. Oh. Mann, es ist einfach nur unfair. Es ist einfach nur unfair. Kannst du mal an einer Stelle bleiben und nicht immer ausweichen? Ach ja. Es ist einfach ein anstrengender Kampf. Yeah.
32.000 noch. Ja, ist ja gut. Humanity must end. Oh Gott. Zum Glück kann ich das scheiß Mystic-Art nicht machen. Meine Güte, ey. Okay. Psch, mach auch einfach mal Mystic Art ohne meine LF-Schub. Ist ne. Ist meine Lieblingsbeschäftigung immer. Wo kommt ihr denn jetzt her? Willst du mich verarschen? Ey, was ist denn hier schon wieder los? Da kommen da einfach ein paar kleine Königin random daher. Das ist auf jeden Fall überhaupt nicht dumm oder so. Wie viele Lebenspunkte haben die denn? Geht ihr schon mal gleich tot? Fuck, 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 fuck. Nein! Stirb, du blöde Kuh! Mann, ey! Was ist denn hier los? Sag mal! Er denkt sich so eine Scheiße eigentlich aus, dass plötzlich hier noch fucking kleine Königin auftauchen. Es ist, ja, die sind jetzt tot. Okay, gut. Ey, das war gerade so ein Effektfeuerwerk, wo man einfach nichts mehr erkannt hat. Ja, jetzt ist sie auch wieder gleich in ihrem LF-Wechsel. Toll. Es ist einfach nur unfair. Ey, diese letzten Sekunden des Kampfes sind einfach nur viel zu übertrieben, ohne Scheiß. Also, sorry, aber das kann man doch nicht. Das können die so nicht ernst meinen. Aber ich glaube, ich schaff's diesmal. Aber auch nur, wenn ihm alles teile. Ansonsten wäre dieser Kampf gefühlt unmöglich für mich. Mann. Uff, 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 uff. Ich hasse es so sehr. Sag mal. Macht dir das eigentlich Spaß, du blöde Kuh? Ernst gemeinte Frage, macht dir das Spaß? Tschüss! Doch, das kann schon sein. Was ein anstrengender Kampf, ey. Hey Gott, ernsthaft! Die, die, humans, die! I must keep Vodra safe. I must. If she absorbs the Core's Alice, she'll regain all her strength! Lambda! Now! Lambda. Here we go!
Where are we? Welcome. We are inside Fodra's consciousness. Asbel? No, I am Lambda. Where is Asbel? At ease, Protos Haste. No need to rush to conclusions. He is still alive. Unfortunately, even with my ability, I was unable to absorb all of Fodra. However, it did not end in failure. I was able to capture her heart, the part of her overrun by hate. The core should now return to normal, and in time regain its composure. Considering the way things ended, it may have been Fodra's own will to protect what precious life remains here. For now, I think it's best if I try to speak with her. Who? With the heart of Fodra, her animosity continues to swirl within me. I hope to understand her hatred, to melt it away, and eventually change it into trust. Who knows how long it may take? This could last a century or two, but we have the luxury of time. That's so long. Does that mean that you will be alone all that time? I no longer consider myself alone in this world. Not with a friend who can live forever. Me? Watch over me as time goes by, Protos Haste. Please, watch over my progress. I will start dreaming together with Fodra. In that dream, I hope that eventually we may form a kind of common understanding. Just as this man did for me. When we finally wake up, I think I would like to accompany her on a long journey. And see the world. Now the time has come. I shall return Asbel to you. He was going to dream with Fodra. Yeah. That's what I heard. Asbel, are you okay? Yeah. I think so. Why are you crying? From this point on, alone, all by myself, against the humans that would destroy us. You don't have to fight anymore. Everyone here understands just how you feel. Please believe me.
Your dream will live on. It will be treasured and passed down among their children. Come with me and we can watch over them. You and I together. Together? I think I'm out of time now. Will you take what's left of me with you? Please take my feelings and my hopes for this world. Let it know how I felt. Little Queen. Sophie. You're crying. The little queen gave me all of her tears. When Phaedra is green once again, let's come back to see it. Together again. Everyone, let's go home. To Afinia. Pascal, are you sure you want to be dropped off here? Heck yeah! I want some time to take a look around the city. You're going to investigate and see how the new Vulcanus system is working, is that correct? Uh-huh, you got it! It would be totally irresponsible not to follow up. I know we take it for granted, but Pascal is really amazing. Mm-hmm. That's right, and don't you forget it! Keep those compliments coming! Ahem! Aren't you forgetting something, little sister? Huh? Aurea, you came to see me! See you? Yeah, right. I could smell you from a mile away. How many days has it been since your last bath? I kind of forgot. No, I give up. I refuse to look after you anymore. Anyone want to take a stray cat off my hands? Hey, let me go! Sorry, but I am more of a dog person, actually. Meow. Better scrub her down, just like you would a stray cat. Meow! Go easy on me, okay? Meow! You don't need my help to take a bath! Jeez, little bro, you're scarier than Fourier! Stop calling me that! My name is Hubert! Can't you remember that? Okay. Hey! I know, I'll call you Hugh! Hugh? Okay, guys, I gotta run! See you later, Hugh! Huh.
This is goodbye for me, too. Thank you for everything, Captain Malik. You too, Pascal. Goodbye, everyone. Until then. Takes a lot of energy to tame a stray cat. So hang in there. See you around. Don't forget to swing by Launt. Mom would love to see you. Don't worry. Besides, I'm sure I'll be back for your wedding. What? Don't tell me that. You still haven't talked to the poor girl. Like you're one to talk. At least I tried to talk to her. She just didn't really get what I said. Then it's no different. Those two are so much alike, in the strangest of ways. How are they alike? Don't worry, you'll understand someday. Sharia. Yes? Your relief work has been invaluable to us. However, I wouldn't want you to lose sight of your own happiness. It would be most tragic if an angel of joy, such as yourself, decided to abandon her own contentment. And besides, your happiness is Sophie and Asbel's happiness as well. Thank you, Richard. I just wouldn't feel right if I moved on and left you behind. I don't know. You kind of sound like a sore loser. Tell her how you feel. If you don't want to end up being a total loser. Well, all right then. I think that's my cue to leave. Bye-bye, Hubert. Thank goodness you're safe, my lord. I apologize for making you worry. This latest excursion reminded me all the more of how precious peace is. I want to build a future for Windor, for Afinia, and for Fodra. There is more than enough prosperity to go around now. But I still have much to learn before I make that dream a reality. When peace is restored, I'd like to see more of the world. Asbel, Sophie, when that time comes, will you accompany me on that journey? Of course. Sure. You know it. Whenever you're ready, we can all meet once again at Lawn Hill. Okay,
All right, I must be off. Thank you for everything. Well, I suppose I should get back to my relief work. Oh, yeah, right. Good luck out there. Well, bye. Asbel, what about your promise? Sharia. I know I'm always really bad with words, but please, if it's okay with you, I want you to come live with me. I know you have a lot of things to do, so I won't ask you to come back immediately. I'll be the one waiting for you to come back home this time. Sophie and I will wait for as long as it takes. All right. Asbel. Sharia, last night, I had the strangest dream. I was playing with a child that looked a lot like both of you. And after a while, I finally figured out who he was. He was you and Asbel's great-great-grandson. Tell me, Sophie, would you be happy if that dream came true? Will it come true? Well, it just might. I would be so happy if that really came true. That's good. Sophie, Asbel, when I come home, I'm gonna make you all of your favorite foods, but only if you promise to eat everything up. Deal? Oh, war das eine schöne Cutscene. Einfach alles daran war ziemlich großartig. Ich weiß gar nicht, ob das die gleichen Credits wie damals sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber nicht, nee, weil das Bild ist jetzt der neue, wie Espe die Heiratsanträge bekommt und so. Oh, wo soll ich anfangen? Also, erstmal, Moment. So, meine PS3 brummt gerade wieder, deswegen musste ich ganz kurz mein Mikrofon anders hinstellen, dass man es nicht so laut hört. So, sorry. Also, der erste Teil der Cutscene mit, also jetzt hier der Endscene, meine ich,
mit Hubert und Pascal und alles war mega lustig und auch gleichzeitig voll süß, finde ich. Interessant, dass Fourier Pascal einfach so hochheben kann mit einer Hand, also, oh, das Bild ist voll schön. Würde ich nicht hinkriegen wahrscheinlich, aber okay. Das war einfach voll die, oh, guck mal, da kommunizieren die beiden miteinander mit ihrem Kommunikator. Das war einfach voll die schöne Szene zwischen den beiden. Voll süß irgendwie, auch witzig zugleich. Weil es eben so witzig gemacht war, wie er sie einfach hochhebt. Ja, und dann, das danach, wo Espanol jetzt geredet hat, das war auch... Oha, das Bild. Ja, das war auch sehr schön. Und dann ist die letzte Szene, zwischen Espen und... oh, da wird sie gepaart, oh mein Gott. Ja, die letzte Szene zwischen, Espen und Sharia. Oh Mann, ey, ich bin so glücklich, dass es so ausging. Das ist einfach toll. Ja, aber wie ist es jetzt mit Lambda? Ist der jetzt noch in Espen drin? Nee, oder? Aber ich wundere mich, weil Espes Augen ja noch verfärbt sind. Aber der, ich habe es jetzt so verstanden, dass er quasi mit dem Kern redet von Fordra. Dass da, oh, das Bild. Das halt, ja. Nicht irgendwas im Hintergrund, die beiden. Oh Mann. Dass da halt jetzt nicht wieder irgendwas passiert und so. Oh, und Sophie pflanzt neue Blumen. Ach klar, das habe ich vergessen zu erwähnen. Dass Sophie jetzt einfach quasi zum richtigen Menschen wurde scheinbar. Oder wie habe ich das verstehen? Sie ist halt mit der kleinen Königin verschmolzen, sage ich mal. Und hat dann geweint. So als Zeichen von wegen, ich bin keine Monoide mehr. Ich bin jetzt ein Mensch, der auch Gefühle hat quasi. So habe ich das verstanden. Das heißt, sie ist quasi menschlich geworden. Kommt noch eine Szene jetzt? Wahrscheinlich, oder? I promise, I'll watch over this world forever. Once there was a young boy who discovered a lost seed. He planted it in his yard. And he took care of it every day. Over time, the lost seed grew up and blossomed into a beautiful flower. What do you think happened to the seed after that? It turned into a bright, shining star that watched over everyone. This was its way of thanking the boy who had been so very kind to it. Which star was it? Well, it's the one we all know best, our favorite star of all.
Aber wenn sie jetzt für immer über die Welt wacht, dann muss sie ja noch quasi ein Humanoide sein eigentlich. Weil sonst könnte sie ja gar nicht unendlich lang leben. Aber, naja, ich weiß nicht. Vielleicht ist sie jetzt bloß ein Humanoide, der halt wirklich richtige menschliche Gefühle hat, sag ich mal. Keine Ahnung. Jedenfalls, das Ende ist einfach nur schön gewesen. Der Endbosskampf war ein bisschen anstrengend, aber prinzipiell auch ganz cool, finde ich. Die Idee, auch wenn es irgendwie komisch war, dass wir jetzt quasi nochmal eine andere Fodra-Königin, sag ich mal, hatten. Also, ich meine, wir hatten ja die kleine Königin, die sind alle scheinbar eigentlich die Fodra-Königin. Also, das heißt, die Fodra-Königin kann sich scheinbar teilen in halt die Kleinköniginnen, wie auch immer. Aber egal. Jedenfalls, der Kampf war ziemlich cool. Wenn auch die Endphase ein bisschen nervig war. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das Ende war einfach schön. Es hätte besser eigentlich gar nicht sein können, ganz ehrlich. Espe und Cheria sind scheinbar jetzt zusammengekommen. Ich meine, was heißt scheinbar definitiv? Hubert und Pascal scheinbar auch. Ich glaube auch, Pascal hat jetzt gecheckt, was mit Hubert war. Weil sie ihm ja auch so zugezwinkert hat. Deswegen, ja, Richard ist scheinbar ein toller König, der voll volksnah ist, wie man auf diesem einen Bild sehen konnte. Und Malik macht halt seine Militärsachen in Fendel. Es ist einfach ein schönes Ende gewesen. Ich bin verliebt in dieses Ende. Einfach perfekt, ohne Mist. Gut, ich speichere einmal. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Save-Daten wieder laden würden, dann würden wir wieder im Hauptspiel... Ja, genau. Dann würden wir wieder im Hauptspiel rauskommen. Das machen wir dann im nächsten Part, weil uns fehlen immer noch ein paar Sidequests und auch der Astalia-Schacht. Das machen wir dann. Und Vermächtnisse als neue Trophäe, sehr schön. Ja, der Astalia-Schacht. Nee, Quatsch, nicht der. Der Solenkäfig meine ich, der Bonus-Dungeon, der fehlt auch noch. Also Nebenquests und der Solenkäfig fehlt noch. Aber das machen wir alles im nächsten Part. Ist noch irgendwas Neues? Nee, oder? Nee, ist halt bloß New Game Plus, was hier noch neu ist, aber naja. Gut. Ich hoffe, ihr schaltet den nächsten Part wieder ein, wenn wir dann den letzten Sidequest beenden werden. Also in den nächsten Parts. Nicht nur im nächsten Part, sondern in den nächsten Parts. Ich denke mal, es kommen noch schon noch mindestens 10 Parts, weil ich glaube, der Sohnkäfig ist lang. Aber ich weiß es nicht genau. Werden wir dann sehen. Bis dann und ciao. Euer Vero. Tschüss. Und war wirklich ein wunderschönes Ende. Kann man einfach nicht anders sagen. War einfach toll.